Hallo und willkommen zu meinem heutigen Kochvideo. Heute möchte ich eine thailändische Hühnersuppe mit Glasnudeln kochen. Die Hühnerbrühe, die setze ich selber an. Und da ist wichtig, dass es kalt angesetzt, dass das ganze Geschmack vom Fleisch ausgekocht werden kann. Da lege ich zuerst die Hähnchenteile in den Topf rein. Hier habe ich Hähnchenkeulen. Und dann habe ich noch Hähnchenbrust. Die lege ich einfach rein. Und dann klein geschnittenes Gemüse, da ist Karotten, Sellerie, Zwiebeln, Petersilie, Lauch und Ingwer mit dazu. Das gebe ich alles da rein. Gebe Salz hinzu. Und ein paar Pfefferkörner. So, und das werde ich jetzt auffüllen mit kaltem Wasser. Und das werde ich jetzt circa für 2 Stunden bei schwacher Hitze köcheln lassen. Wobei ich nach circa 1 Stunde die Hähnchenbrust rausnehme, weil die braucht nicht so lange zum Kochen. So, die erste Stunde ist vorbei. Da hole ich jetzt die Hähnchenbrust raus, die sind schon fertig. Die lassen wir dann auskühlen. Die brauche ich später für meine Suppeneinlage. Gebe ich da meine Zitronengras mit rein und fülle es nochmal auf mit etwas Wasser. Und jetzt lasse ich es nochmal für 1 Stunde circa köcheln. In der Zwischenzeit kümmere ich mich um die Suppeneinlage. Da koche ich zuerst die Glasnudeln, einmal Wasser zum Kochen bringen, etwas Salz reinmachen. Kann man die Herdplatte schon mal ausschalten, die Glasnudeln rein, einmal kurz durchschwenken und dann von der heißen Fläche runternehmen. Und jetzt für circa 8 bis 10 Minuten im heißen Wasser ziehen lassen. Den Knoblauch, den werde ich ganz fein schneiden. Der wird dann mit Sesamöl angeröstet. Einfach so ein paar Mal durchhacken. Es sollte nicht zu fein sein, aber auch nicht zu grob. Am Staudensalat sind hinten feine Fäden. Hier rausnehmen gibt es einfach einen Trick. Vorne kurz anschneiden und dann nach hinten durchziehen. Erst vorne anfangen. Und dann das Gleiche auch hinten. Diese Fäden, die stören beim Essen. Die bleiben zwischen den Zähnen hängen. Und deswegen ziehen wir sie raus. Man kann auch einen Sparschäler nehmen, nur da geht viel zu viel weg. Und das ist die einfachste und beste Methode. Im Staudensalat der Länge nach halbieren. Dann fein runterschneiden. So leicht steht. Und das kommt dann in die Suppe rein. Die Glasnudeln waren jetzt 8 Minuten im heißen Wasser, haben gezogen. Habe sie abgeschüttet, mit kaltem Wasser abgesteckt, dass der Garprozess aufhört. Für den Knoblauch habe ich schon einen Topf aufgeheizt. Mache ich dunklen Sesamöl hinzu, sodass der Boden gut bedeckt ist. Gebe dann meinen Knoblauch hinzu. Das lassen wir jetzt ganz fein anrösten. Hier öfters umrühren, dass der Knoblauch sich nicht absetzt und anbrennt. Das soll nur geröstet werden, schöne dunkle Farbe bekommen. Das kommt dann jeweils pro Portion, einen Löffel oben drauf auf die Suppe, gibt es einen schönen feinen Geschmack. So, da fangen wir jetzt an langsam Farbe zu bekommen. Da haben wir noch ein bisschen drin. Der Knoblauch sollte dunkelbraun werden, aber nicht schwarz, sonst wird er bitter. So, und dann ist er fertig.
So, die Brühe habe ich jetzt 2,5 Stunden köcheln lassen. Habe das nachgesalzen. Jetzt hole ich die Hähnchenkeule raus. Und die Brühe passiere ich durch ein Sieb. So, die Suppe ist jetzt fertig. In der Schüssel habe ich die Glasnudeln reingemacht. Mache ein bisschen was von Staudensalat mit rein. Habe noch ein paar ganz dünn geschnittene Tomatenscheiben. Die müssen nicht vorher gekocht werden, da die Brühe heiß genug ist. Erhitzt die Tomaten automatisch. Dann habe ich Frühlingszwiebeln in Ringe geschnitten. Rote Peperoni in Ringe geschnitten. Etwas Koriander. Dann die Hähnchenbrust. Die halbiere ich erst. Da auf die Finger aufpassen. Dünne Streifen schneiden. Und dann oben drauf. Dann die heiße Brühe oben drüber. Etwas von einer Fischsoße. Davon nicht zu viel. Ein kleiner Schuss hellen Essig. Und ganz zum Schluss unser Knoblauch. Der ist schön kross und duftet wunderbar. Ja, und die Suppe ist dann fertig. Schon saftig das Fleisch. Und schmeckt super. Wenn euch das Rezept gefallen hat, dann würde ich mich über ein Like freuen. Ihr könnt auch gerne meinen Kanal abonnieren, dann verpasst ihr keine weiteren Rezepte von mir. Bis zum nächsten Mal.